Okay, sieht jetzt nicht so spektakulär aus. Aber naja. Danke für die Warnung, aber sie kommt zu spät. Dieser Alchemist war bereits hier und ist wieder fort. Und ich konnte ihn mit Mühe und Not davon abhalten, in die Enklave einzudringen. Trotzdem wurden dabei viele Esterianer verwundet. Und inzwischen sind ein paar weitere krank geworden. Wir wissen nicht genau, was die Krankheit verursacht. Nach seinem missglückten Angriff hier zog der Alchemist weiter nach Süden, in die Tempelsteppe. Kurze Zeit später trafen Kommandeurin Vale und ihre Truppen ein und verfolgten ihn in der Hoffnung, weiteren Schaden abzuwenden. Hm. 55 Schaden. Erfordert Stufe 5. Hm. Stufe 6. Dann nehmen wir den. Kommandeurin Vale glaubt, der Alchemist könnte den Urquelltempel angreifen, um dort an die Wächterin des Wassers heranzukommen. Was er Niederträchtiges mit ihr vorhat, kann ich nur vermuten. Weder von Vale noch von der Wächterin habe ich etwas gehört. Seht euch im Urquelltempel um und findet heraus, ob die Wächterin des Wassers in Gefahr ist. Okay, das machen wir doch glatt. Ihr habt eine Quest bekommen. So, hier hätten wir jetzt die Händler. Moment. Oh ne, hier, den muss ich auch bewahren. Aber hier alles, was wir mal mit Begleiter im Inventar ist, verkaufen wir mal. Jetzt habe ich 698. No, 1142. Gemeinsames Lager. Gut, wird wahrscheinlich ein Lager sein, das ich entweder mit all meinen Charakteren teilen kann. Oder eventuell mit, ja, mit Freunden, wenn ich mit denen online zusammenspiele. Man weiß es nicht. Ist da rein? Du bleibst bei mir. Wohl neu hier, was? Als ihr auf dem Weg zur Tempelsteppe seid, könnte ich eure Hilfe gebrauchen. Die Sturmbeoren haben dort eine provisorische Schmiede eingerichtet. Und zwei Schmiede stellen Rüstungen für wilde Kriegsbestien her, die sie gefangen haben. Wie es scheint, arbeiten diese Sturmbeoren nach Plänen, die fest unter Verschluss gehalten werden. Meint ihr, ihr kämt dort hinein und könntet die Rüstungszeichnungen besorgen? Aber sicher, Dad. Ihr habt eine Quest bekommen. Da würde ich aber fast drauf wetten, würde ich aber, dass ich das kann. Weiter jetzt auf der nächsten Map. Wird ja wieder die Untoten-Karte gezogen. Oh. Das ist jetzt nicht schön. Wenig Mana ist nicht schön für einen Magier. So, dann muss halt der Stab herhalten. Was bist du denn? Goldener Shit. Ich konnte nicht lesen, was es war. Irgendwas goldener Bla. Moment, Hä? Oh, was habe ich denn gerade eingesammelt? Ah. Verdammte Hacke, na gut. Du stehst doch auch wieder auf, ne? Ihr seid yes. Hm.
Alter, hallo. So, du auch noch weg. Zack. Und du noch. Und wofür das alles? Für nichts. Außer wahrscheinlich ein paar Erfahrungspunkte. Bin jetzt Stufe 4. Ja, drauf da. Oh. Und nochmal drauf. Immer drauf auf den Fokus. Oh, da oben gibt es eine Quest. Sehr schön. Nicht Grab. Na toll. Würtag. Mensch, fall um. Okay, jede Menge Tränke und überhaupt. Kommt mir nicht zu nah. Moment, ich habe angelegt für 28. Oder Fokus. Ah, okay, angelegt. Oh, ne, jetzt noch ein Panzer mehr, aber 3 Mana weniger. Moment, das weg, das weg, das weg. Plus 5 Mana nehmen wir. Auch wenn er weniger Rüstung hat. So. So, Moment, ne, hier ist nüchte. Was möchtest du denn? Ihr müsst der Mensch sein, von dem die Esterianer so viel erzählen. Ich bin froh, dass ich euch treffe. Großregent Eldrain hat mich hergeschickt, um die Schriftrolle des Anum Irek aus einer Schatzkammer der verderbten Gruft zu beschaffen. Leider sind Sturmbeorn in der Gruft und ich komme nicht an ihnen vorbei. Würdet ihr versuchen, die Schriftrolle zu holen? Ich warte hier auf dem Pfad der verehrten Toten auf euch. Wenn ihr es schafft, will ich sehen, ob sich für jemanden so heldenhaftes wie euch nicht passendere Ausrüstung findet. Na, das ist doch mal ein Wort. Spalthufhaube. Ein Feuerschaden um 7%. 15 Mana. Okay. So, dann wollen wir hier mal durch. Oh, aufs Maul. Dran. Moment, gehen wir erstmal kurz hier lang. Das für Blobsäure-Egel oder was stand da gerade? Irgendwie sowas. So, ist hier vielleicht was Schönes bei. Ein Schwert.
Suppi. Ui. Ein paar HP verloren, sehe ich gerade. Alter Vater. Na komm, nehmen wir mal einen Heiltrank. So. Ah, bin ich hier richtig? Joa. Man weiß es nicht. Ich will das Verlies ja, wenn eh ganz erkunden. Je mehr Erfahrung, desto besser. Von daher. Schönes Ding. Arm Junge, weg mit dir. Alter, was ist denn hier los? Even Agul. Wow, da ist ja noch einer. Alter. Okay. Jetzt erstmal gucken, was habe ich denn hier alles gekriegt? Also, was bist du denn? Grobe Kanone. Alles klar. Der kann weg. Oder allgemein, ja, alles, was nicht verzaubert ist, kann erstmal rüber zum Verkaufen. So. Weg. Hast du Taschenpistole? Holzlaufkarabiner. Moment, ein Eispanzer 4, Elektro, Feuerlehrer, Sockel. Da, der ist deutlich besser. So. Okay, da geht's also weiter. Oh. Oh ja, Urnen. Mal auf das Bewährte zurück. Halt, hier, Stoffhandschuhe. Ja, damit. So, wenn ich mich nicht irre. Jep, da links war noch jede Menge unentdeckt. Das holen wir erstmal nach. Oh, komm. Fress meine Feuerbälle. Schön. Genau da. Sind ja noch auch noch welche hier. So, das war es jetzt aber, glaube ich, auf der Map, ne? Yep. Dann ab in die nächste Etage. Was war das hier eigentlich nochmal? Aufladungsanzeige. Ja, ist die Aufladung verfügen Blutschnitt 12 Sekunden lang über die totale Konzentration. Während dieser Zeit kosten Fähigkeiten kein Mana. Und der Schaden wird um 25% erhöht.
Schönes Ding. Ja, hier runter. Komm.